Wer Nathan der Weise sagt, muss auch hochaktuell sagen. Das kommt ja oft. Nathan der Weise hochaktuell. Das Ideendrama von Lessing, wo es ja um religiöse Toleranz geht, hochaktuell. Das war aber auch schon so 1922, als die Nathan-Verfilmung in die Kinos gekommen ist, am 29. Dezember 1922 im Berliner Kino Alhambra, wo dieser Toleranzappell Teile des Publikums auch direkt überfordert haben soll. So schildert das Thomas Hartmann in diesem Stichtag. Der Film der Humanität. So wird die Umsetzung des Gotthold-Ephraim-Lessing-Dramas Nathan der Weise beworben. Mit Recht. Denn bei aller Action, bei aller Effektkunst, bei aller Dramatik, in erster Linie ist dieser Film von Manfred Noah ein Appell an die Vernunft. Menschen jüdischen, christlichen und muslimischen Glaubens sollen sich gegenseitig tolerieren. Im Film heißt es: Kein Religionshass soll die Völker voneinander trennen. Eine Botschaft, die bei den Berliner Premierenbesuchern am 29. Dezember 1922 ganz offensichtlich ankommt, wie die BZ am Mittag berichtet. Es war die zu Herzen der Zuschauer dringende wahre Menschlichkeit, die das Publikum häufig zu spontanem Beifall mitten in der Szene hinriss. Andernorts stößt Nathan der Weise auf weit weniger Gegenliebe, nämlich dort, wo der Film entstanden ist, in München. Im Filmkurier ist zu lesen: Wie uns unser Korrespondent berichtet, hat in Bayern gegen Nathan der Weise eine wohlorganisierte Hetze eingesetzt. Die Regina-Lichtspiele haben den Nathan nach wenigen Tagen abgesetzt, weil eine Menge anonymer Drohbriefe Terrorakte ankündigte, falls der Film auf dem Spielplan bleibe. Andere Münchner und Außermünchner Lichtspieltheater in Bayern haben es von vornherein gar nicht gewagt, den Film laufen zu lassen, sondern sich widerspruchslos dem nationalsozialistischen Terror gefügt. Dass Hitler und seine Gefolgsleute aus der 1920 gegründeten, von Hass lebenden, antisemitischen NSDAP mit Gewalt gegen den Film vorgehen, wen kann das heute verblüffen? An dieser aggressiven Haltung ändert auch eine eigens anberaumte Sondervorführung nichts. Für die Nazis ist Nathan der Weise Propaganda. Darauf berechnet, in München, der Hochburg der antisemitischen Bewegung, der Bevölkerung unter großer Verdrehung der Tatsachen die Meinung aufzuzwingen, das Judentum sei weit besser und menschlicher als der Islam und das Christentum, und der Kampf gegen das Judentum die unglaublichste Ungerechtigkeit der Weltgeschichte. Doch nicht nur Nazis haben es auf den Nathan abgesehen. Antisemitisches Denken herrscht auch in anderen Kreisen. Nach einem Artikel des Münchner Filmmuseumsleiters Stefan Drössler ist es ausgerechnet der Referent für öffentliche Ordnung und Sicherheit am hiesigen Polizeipräsidium, der befindet: Der Film wird nicht bloß in München, sondern auch anderswo Meinung und Gegenmeinung sofort im Kino herausfordern. Dadurch wird es aller Wahrscheinlichkeit nach zu erregten Auseinandersetzungen und erfahrungsgemäß auch zu Tätlichkeiten kommen, so dass der Bildstreifen außerordentlich geeignet scheint, die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gefährden. Um es herauszustreichen: Nach dieser Einschätzung gefährdet nicht der Antisemitismus die öffentliche Ordnung. Die Störenfriede sind der Film, seine humanistische Botschaft und die Aufforderung zur Toleranz. In Bayern hat Nathan der Weise keine Chance. Später gerät der Film in Vergessenheit, wird erst Mitte der 90er Jahre in einem Moskauer Archiv wiederentdeckt. Glücklicherweise. Denn dem 1923 von der Lichtbildbühne gefällten Urteil, der Film sei Qualitätsarbeit, kann man sich nach wie vor anschließen.